Herzlich willkommen zu unserem Webinar Reporting mit SAP S/4HANA. Ich möchte mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Denis Tito. Ich bin seit über 15 Jahren Berater im BW-BI-Umfeld und seit längerer Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema S/4HANA und da explizit mit den Themen Analytics und Planung. Meine Kontaktdaten finden Sie da, die finden Sie auch nochmal am Ende. Wenn sich dann im Nachgang noch Fragen ergeben, dann können Sie die gerne mich dann noch im Nachgang kontaktieren. Wenn Sie jetzt zwischendrin, wenn ich jetzt irgendwas erzähle und Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie das gerne schon in den Chat rein. Am Ende ist eine Q&A-Runde, da kann ich das dann mit aufnehmen und wenn Sie in der Zwischenzeit schon was reinschreiben, dann sind wir sicher, dass wir am Ende auch noch Fragen haben. Gut, was machen wir heute? Ich würde die Conergy vorstellen, würde mich allerdings bei ganz kurz halten, denn das, was Sie vermutlich im Wesentlichen interessiert, ist ja das Folgende, nämlich eine Übersicht, Analytics mit SAP S/4HANA. Was gibt es da? Was kann man da machen? Da werden wir direkt am Anfang auch in Begrifflichkeiten reingehen müssen und auch, da werde ich auch etwas zur Architektur sagen. Dann schauen wir uns an, was gibt es denn out of the box? Was ist denn out of the box vorhanden? Welche Möglichkeiten gibt es da für End-User, für Key-User? Wo braucht man vielleicht noch die IT? Wie funktioniert das alles? Dann haben wir noch ein Zusammenspiel mit die S/4HANA Analytics zusammen mit den BI Frontends. Wie ist da das Zusammenspiel? Wie funktioniert das? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und dann natürlich noch das Thema BW. Brauche ich das eigentlich noch? Jetzt gibt es ja auch irgendein integriertes BW. Wie ist da der Zusammenhang? Ganz zum Schluss schon die angekündigte Fragen- und Antwortenrunde. Wenn Sie da Fragen haben, freue ich mich, dass wir da noch auf Ihre Themen eingehen können. Da wir heute sehr viele Teilnehmer sind, kann es aber auch gut sein, dass wir nicht mehr alle Fragen durchkriegen. Schreiben Sie die trotzdem rein. Dann würden wir im Nachgang nochmal auf Sie zukommen. Gut, dann wollen wir mal starten. Zur Conergy. Conergy ist seit über 10 Jahren am Markt. Wir arbeiten neben der IB Solution, mit denen wir jetzt das Webinar hier zusammen machen, auch schon sehr lange mit der SAP zusammen, zum Beispiel in dem Bereich Predictive, wo wir da auch zusammen die Entwicklung mit betreuen. Wir sind mit über 60 Mitarbeitern am Start an den Standorten in Berlin und Düsseldorf. Und was uns auszeichnet, ist, dass wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben und das auch formal darlegen, indem jeder unserer Mitarbeiter in seinem Fachgebiet zertifiziert ist. Ja, ob das nun ein BWler oder ein BOler ist, der dann jeweils die spezifische Zertifizierung hat, ob es jemand im ABAP ist oder dann halt meinetwegen auch im Projektmanagement. Darüber hinaus sind wir ISO 9001 zertifiziert. Das heißt, alle unsere etwas größeren Projekte werden regelmäßig auditiert, um eben eine gute Qualität sicherzustellen. Und das hat über die Jahre dazu geführt, dass wir deutlich über 100 erfolgreiche Projekte gemacht haben mit vielen verschiedenen Kunden. Wir haben auch möglicherweise sehr langfristige Kundenbeziehungen. Und im letzten Jahr über 20 Kunden betreut. Was machen wir da inhaltlich? Wir starten eigentlich von der BI-Strategie über die Umsetzung bis hin zur Betreuung ganz am Ende. Wenn ich da jetzt mal reingehe, insbesondere zum Beispiel in das Thema Data Warehousing, das ist bei uns sowohl das ganz klassische BW auf irgendeiner Datenbank, allerdings natürlich auch einen BW on HANA, BW for HANA oder gerne auch nativ mit allem, was dazugehört. Die Stichworte sehen Sie da ja. Im Bereich Reporting und Planung ist uns das relativ gleich, ob das jetzt Planung, meinetwegen die BPS-Ablösung ist oder ob das eine integrierte Planung, Embedded Planning, BPC ist. Da in dem Bereich Reporting und Planung können wir eigentlich an allen Stellen inklusive der SAP Analytics Cloud unterstützen. Planung ist auch ein schönes Thema für das
für den Block Data Science. Man kann ja eine datengetriebene Planung machen. Der ein oder andere hat uns vielleicht auf der DSAG mit unserem Vortrag gesehen, wo wir zusammen mit der ABB vorgestellt haben, wie man denn mit Predictive Methoden eine Planung automatisieren kann. Dann haben wir das ganze Thema S/4HANA und das ist ja genau das, worum es heute geht, in dem Bereich Analytics und Planung. Und in genau diesen Bereich Analytics, da würde ich jetzt zusammen mit Ihnen einsteigen wollen. Was möchte ich heute mit Ihnen machen? Ich möchte heute mit Ihnen diese Grafik hier vervollständigen. Das heißt, wenn wir auf der linken Seite haben wir irgendwo das S/4HANA Embedded Analytics. Auf der rechten Seite gibt es da jetzt irgendein Enterprise Data Warehouse, der für die strategische Analyse ist. Und oben drüber gibt es BI Frontends. Das ganze Thema Embedded Analytics werden wir untergliedern in Analytics, die der Endanwender nutzen kann. Analytics, wo der Key-User aktiv ist, wo auch Anpassungen vornehmen kann. Dann das Embedded BW, wie das damit reinspielt und wie die IT-Mitarbeiter involviert werden. Und in dem Zusammenhang auch das Thema virtuelles Datenmodell. Und drunter ist die HANA-Datenbank und rechts, wie gesagt, ist das BW auch mit der Datenbank darunter. Das möchte ich heute mit Ihnen vervollständigen und wir starten damit mal mit einem ganz allgemeinen Überblick, so was es auch so für Begriffe da gibt. Ja, das wird Ihnen vielleicht schon untergekommen sein, wenn Sie sich damit beschäftigen, dass da Begriffe fallen wie Embedded Analytics, virtuelles Datenmodell habe ich eben schon genannt, dann die verschiedenen Tools, die man schon klassisch kennt, aber auch sowas wie CDS-Views, Smart Business KPIs und so weiter. Im Wesentlichen ist es so, dass man mit S/4HANA die BO-Tools, die Sie vermutlich kennen, dass man die einsetzen kann. Egal, ob das jetzt ein Lumira ist, ein Analysis for Office, das kann meinetwegen auch ein Webby sein oder ein Crystal Reports, aber die kann ich grundsätzlich einsetzen, die Tools. Natürlich kann ich auch die SAP Analytics Cloud inklusive Digital Boardroom einsetzen. Das ist ja das Ziel, wo die SAP hin möchte, dass dieser Cloud dort entsprechend genutzt wird. Was heute sicherlich auch ein sehr großer Teil ist, ist die integrierte Fiori-typische Berichterstattung. Also diese Kacheldarstellung und die Darstellung, die sich dann dahinter ergibt. Darüber hinaus gibt es eben ein integriertes BW, auf das wir eingehen werden, was sich irgendwie ja dann abgrenzen muss zu einem BW, was man möglicherweise daneben stehen hat. Und wie diese Verbindung ist, das möchte ich dann auch weiter ausführen. Zu den Begriffen HANA Live, virtuelle Datenmodelle, CDS-Views, das ist genau das, wo wir, glaube ich, erstmal ein paar Grundlagen legen müssen, um das Weitere dann auch sinnvoll aufbauen zu können. Bei den Begrifflichkeiten fangen wir jetzt, nehme ich wieder mein Bild vom Anfang an, mal auszumalen und starten mit den CDS-Views, was das ist, und die halt auf der Datenbank darunter irgendwie basieren. Die CDS-Views sind SAP-strategischer Ansatz zur Abbildung von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen. Das heißt, die SAP muss ja irgendwie im S/4HANA die Daten speichern auf der HANA-Datenbank. Dafür gibt es ganz viele Tabellen, auch wenn das deutlich weniger sind. Keine Ahnung, im FI-Bereich zum Beispiel die AC-Docker-Tabelle, wo ja ganz viele Tabellen dann aufgegangen sind. Jetzt macht man üblicherweise keinen direkten Bericht nur auf der AC-Docker-Tabelle, sondern in der Regel man dann noch Daten zusammenziehen und dafür bildet man dann entsprechende Views. Hier ist jetzt die Idee der SAP, dass man Core Data Services, dass man die nutzt und dass sich daraus dann ich nenne es mal fast eine View-Hierarchie aufgebaut wird. Das heißt, es gibt Views, die irgendwo weiter unten sind, die jetzt nicht fürs Reporting gedacht sind, die dann aber irgendwo hier oben dann zusammengeführt werden.
Das ist jetzt nicht so, dass man das jetzt alles selbst machen muss, sondern die SAP hat da eine sehr große Anzahl. Es sind mittlerweile über 9000 Stück an vordefinierten CDS-Views erstellt, mit denen man schon extrem viel machen kann. Oben drüber sind irgendwo die Benutzeroberflächen, sprich die BI-Tools oder halt so Fiori-Kacheln. So, das Ganze muss ich jetzt noch etwas technischer aufdetaillieren, um das besser verstehen, erklären zu können, wie das zusammenhängt. Das heißt, wir gucken nochmal jetzt hier hin. Wir haben hier unten irgendwo die HANA-Datenbank mit den Tabellen, Vina, AC Docker und den, möglicherweise gibt es da auch irgendwelche Views schon drauf, die so rein in HANA angelegt wurden. Jetzt gibt es diese Core Data Service Views. Ja, das sind jetzt hier Views, die von der SAP schon erstellt wurden. Das sind jetzt auf der untersten Ebene Views, die jetzt gar nicht für ein direktes Reporting gedacht sind. Die werden dann in Interface Views und schließlich dann in Consumption Views zusammengeführt. Diese Views, die von der SAP erstellt sind, können kundenspezifisch erweitert werden. Man kann allerdings auch hingehen und sich komplett eigene kundenspezifische Views erstellen. Das Besondere an diesen CDS-Views ist jetzt, im Gegensatz zu einem klassischen View, den man vielleicht sonst in der SE11 sich erstellt hat, dass man in diesen View eben auch eine gewisse Logik mit reinbringen kann, unter anderem einfach Funktionen aufrufen kann. So, und dabei ist es jetzt auch so, dass es dort eine Pushdown-Funktionalität gibt, sprich, dass wenn dort Logik drin ist, dass wo immer irgend möglich, wird das direkt an die HANA-Datenbank runtergepusht, dass die diese eher zeitaufwendigen Funktionen dann übernehmen kann. Die CDS-Views, die sowohl von der SAP bereitgestellt sind, als auch mögliche kundeneigene, die sie sich erstellen, die bilden dann die Basis auf der einen Seite für die Analytical Engine. Und die Analytical Engine ist wiederum der Gegenpart für die BI-Tools hier oben, also zum Beispiel für einen Analysis for Office. Die bilden allerdings auch die Grundlage für das SAP Gateway mit dem OData Service, worüber dann die Fiori-Kacheln üblicherweise den Kontakt aufnehmen. Und diese Views, die man hier erstellt und erweitert, das ist in gewissen Grenzen auch möglich für Endanwender oder Key-User vielmehr dort Anpassungen vorzunehmen. Wer das jetzt im Detail genauer verstehen möchte, für den habe ich jetzt hier ein paar Links eingefügt. Die Folien gibt es ja nachher auf SlideShare, sodass Sie dann dort auch sinnvoll auf die Links draufklicken können. Und ansonsten, wenn es irgendwelche Probleme gibt, können Sie mich gerne kontaktieren. So, damit haben wir einmal die Core Data Services als Basis beschrieben, worauf denn das ganze Reporting funktionieren soll. Dann hatte ich eben den Begriff SAP HANA Live genannt. Wenn Sie schon auf einem ERP on HANA sind, dann nutzen Sie das möglicherweise auch schon. SAP HANA Live ist von SAP die Lösung gewesen für eine Business Suite on HANA, dass man dort auf Datenbankebene, sprich man braucht ein HANA-System, SQL-Views anlegt, also dass es da Content gab von der SAP und dass dann entsprechend es Fiori-Apps gab, beziehungsweise man auch über die BI-Clients dann auf diese HANA-Views zugreifen konnte. In S/4HANA Embedded Analytics ist das ganz ähnlich, nur dass diese Applikationsebene, sprich dieses virtuelle Datenmodell auf den CDS-Views basierend, ich eben erklärt habe, dass das noch dazwischen ist. Ja, und das ist auch tatsächlich das, wo es in Zukunft hingeht, sprich das SAP HANA Live, das wird nicht mehr weiterentwickelt. Und sobald man im S/4HANA ist, dann nutzt man auf jeden Fall dieses virtuelle Datenmodell dazwischen. Die Idee bei dem Embedded Analytics ist,
dass ich auf der einen Seite, ähnlich wie bei HANA Live, ich greife direkt auf die Quelldaten zu. Das heißt, ich habe keine Ladezeiten, zum Beispiel in den BW rein. Ich habe auch keine Datenvervielfachung, weil ich ja nicht laden muss und dann möglicherweise zwei unterschiedliche Stände habe. SAP liefert da natürlich auch eine ganze Menge an Content aus, so dass man direkt loslegen kann. Und das beinhaltet auch ein Integrationsszenario mit dem BW. Das habe ich eben gesagt. Ein Vorteil ist ja, dass ich nicht wieder laden muss und Daten vervielfachen muss. Da ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man jetzt nicht in das BW reinlädt, sondern dass man aus dem BW virtuell direkt darauf zugreift, also einen Durchgriff hat, ohne zwischenzuladen. Die Idee bei dem Embedded Analytics, dem basierend auf dem Core Data Services, ist auch, dass das Ganze in den ABAP Lifecycle integriert ist, sprich, dass man das Ganze mal transportieren kann und dass dort die ERP-Berechtigung und Hierarchien greifend genutzt werden können. Dass das erweiterbar ist, habe ich eben schon mal genannt. So, das ist diese Grundidee von S/4HANA Embedded Analytics. Jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Grafik und mal die nächsten Kästchen aus und würde Ihnen jetzt gerne zeigen, was es dort denn für Optionen gibt. Ich fange jetzt mal nicht links oben an, sondern ich fange jetzt mal mit der Overview-Page an, weil das so der übliche Start ist, mit dem ich loslege. Das heißt, ich habe irgendeine Seite, die ich mir im Zweifel auch entsprechend zusammengestellt habe, wo ich übersichtlich verschiedene Punkte drauf habe, von denen ich mich dann weiter aus durchklicken kann. Das heißt, ich sehe schon direkt auf einer Startseite für mich entsprechende KPI-Auswertungen. Wenn ich jetzt da bin, dann habe ich da drauf möglicherweise Kacheln, wo ich in einen multidimensionalen Bericht reinkomme. Multidimensionaler Bericht, das ist, wer schon mal eine Query im BW ausgeführt hat, der wird sich da wiederfinden, weil das vom Verfahren sehr ähnlich ist. Ich habe hier oben habe ich Bereiche, in denen ich filtern kann, wo ich auch einfach Pflichtfilter habe, die ich angeben muss. Ich kann aber hierüber hinaus noch weiter filtern und ich kann wie in einer Query eben BW, ich kann hier verschiedene Zeilen und Spalten, kann die Zeilen und Spalten erweitern und verschiedene Felder, kann die reinziehen, kann mir meine Hierarchie aufklappen und kann damit entsprechend das Ganze mir tabellarisch ansehen, was ich haben möchte. Oder wenn ich auf den zweiten Reiter gehe, hier grafisch auswerten. Ganz spannend sind die Smart Business KPIs zusammen mit dem folgenden Framework. Und zwar ist ein Smart Business KPI ist eine in der Regel einzelne KPI, die ich definiert habe, wo man halt für eine KPI festlegt, wie sie dargestellt worden werden soll, wie es schon auf der Kachel aussieht, was wir gleich auch nochmal aus der Sicht des Key-Users uns nochmal ansehen. Und kann dort dann mir sowohl die Sachen einfach direkt anzeigen, als auch jetzt zum Beispiel in der Grafik hingehen und sagen, ich möchte das Ganze nochmal nach Cost Center sehen. Halt also vordefinierte Sachen, die die Daten hergeben. So, das ist jetzt mal eine KPI, wo das Ganze dann nochmal einen Schritt spannender wird, ist, wenn ich das Analysis Path Framework nutze. Das ist so aufgebaut, dass ich starte von einem Fiori-Teil. Das kann so ein Smart Business KPI sein, was ich gerade eben hatte. Das kann auch irgendeine andere Fiori-App sein. Ich komme halt von einem Startpunkt und habe da irgendeine kontextsensitive Übergabe an meine APF-basierte Applikation. In der habe ich dann, wie es so schön heißt, eine multidimensionale interaktive grafische Drill-Down-Analyse. Kann man sich so vorstellen, dass man im Vorfeld, zum Beispiel durch einen Key-User, aber auch durchaus durch einen Endanwender selbst,
mit dem Apelf Configuration Modeler, dass man sich eine gewisse Reihenfolge, wie man analysiert, wie man vorgeht, vordefiniert hat. Und dass man da quasi ein Analysepfad definiert. Ja, wie das aussieht, sieht man jetzt hier. Ich starte also mit einer Revenue-Analyse und habe hier jetzt so einen Analysepfad durchdekliniert, wie man dann zum Beispiel den Revenue nach Land und Kunde und Zeit dann entsprechend im Detail sich ansieht und dann immer weiter runter geht. Und jetzt tue ich ja schon in dem Folgeschritt, den man hier schon sieht, wie man da halt denn hinkommt. So, und da kann ich halt verschiedene Schritte einfügen, um wirklich ein sehr schönes Vorgehen zu machen, wie ich so verschiedene Analyseschritte hintereinander abbilde. Dann gibt es noch den Query Browser. Der Query Browser sieht erstmal ganz unspektakulär aus. Der ist eine Möglichkeit, sich Queries oder wenn man ehrlich ist, sich Views, und das müssten dann analytische Views sein, die sich entsprechend anzusehen. Ja, was heißt das? Es gibt ja, wie gesagt, in den CDS-Views gibt es ja unglaublich viele vorgedachte Views, mit denen man Daten analysieren kann, die ja auch für die verschiedenen Fiori-Apps genauso wie für andere Sachen, wie zum Beispiel in Analysis for Office zum Einsatz kommen. So, und diese CDS-Views, die kann ich mir hier direkt raussuchen. Da kann ich nach suchen und kann da direkt drauf gehen und mir einen View ansehen. Und wenn ich das mache, dann lande ich quasi wieder hier. Dann habe ich so eine ganz ähnliche Ansicht. Also nicht exakt so, weil es natürlich jetzt hier andere Werte drin sind, etc. Aber eine ganz ähnliche Ansicht, wo ich dann durch mein View durchnavigieren kann und mir Sachen ansehen kann. Dann gibt es als Element noch die analytische Listpage. Die analytische Listpage ist was optisch ganz Hübsches. Da habe ich nämlich verschiedene Grafiken dargestellt, KPIs in verschiedenen Art und Weisen dargestellt und habe unten jetzt meinetwegen noch eine Tabelle dargestellt und kann auch genau hier so in, ich sag mal, etwas eingeschränktem Rahmen da nochmal draufklicken und nochmal ein, zwei Zusatzinformationen bekommen. Nochmal ein anderes Beispiel, wie das aussehen kann. Das ist in jedem Fall was optisch sehr angenehm ist, kann man sehr gut mitarbeiten, weil man sehr schnell Sachen überblicken kann und wo es eben auch wirklich sehr schönen Content schon für gibt. Im Vergleich dazu, man kann natürlich auch eine rein klassische Liste sich irgendwo rausholen, wie so ein ABAP-List-Report. Der sieht dann halt ganz einfach aus, wobei das dann halt keine analytische Listpage mehr wäre, sondern es wäre halt eine einfache Liste, die man sich auch anzeigen kann. Last but not least in dem Bereich gibt es die analytische Fiori-App. Die analytische Fiori-App ist gar nicht so weit weg von dem, was wir einst davor gesehen haben. Denn auch hier ist es so, dass ich hier eine Grafik kombiniert mit weiteren Daten habe. Und wenn ich jetzt mal virtuell nach unten scrolle, dann sind jetzt gerade die Daten, die eben unten verdeckt waren, habe ich jetzt gerade nach oben geholt. Das heißt, ich habe hier mal vorgedacht in der App, was hier angezeigt wird. Ja, das ist auch, das ist einfach im Content gibt es eine sehr, sehr große Anzahl an Apps, die man dort auch nutzen kann für die eigene Analyse, die man entsprechend alle nur freischalten muss zur Nutzung. Da gibt es natürlich auch dann eine grafische Darstellung, sprich, das muss ja nicht immer tabellarisch sein, das kann schon verschieden dargestellt sein. So, das ist quasi das, was der Endanwender machen kann. Jetzt gibt es hier aber noch den Key User. Der Key User,
Der kann eben über das reine Nutzen noch ein bisschen mehr machen. Und hier sehe ich schon wieder CDS, sehe ich schon wieder die Core Data Services, die dort auch eine große Rolle spielen. Der Key-User, der kann sich im Prinzip jeden View, zumindest mal jeden View, auf den er berechtigt ist, oder auf die Daten berechtigt ist, kann er sich anzeigen lassen. Ja, und kann da auch wild durchsuchen nach der ID-Beschreibung, Feldnamen, Datenbanktabellen oder auch Tags. Ja, und die Tags sind insofern ganz interessant, als dass, wenn ich jetzt was ausgewählt habe, dann kann ich sowohl Views mir als Favoriten markieren, als denen auch gewisse Tags geben, um dann nachher einfach Sachen, die ich mir mal rausgesucht habe, auch nachher schneller wiederzufinden. So, das bedeutet aber natürlich, dass ich auch, so wie ich da jetzt bin, bin ich auf rein vordefinierte CDS-Views eingeschränkt. Wenn ich das jetzt ändern möchte, dann gibt es noch die App, die heißt Custom CDS-View. Mit der kann ein entsprechend berechtigter Key-User eigene CDS-Views modellieren. Zwar ohne, dass er dafür irgendwas Backend braucht, sondern kann das schön in der Fiori-App machen. Voraussetzung dafür ist neben der Berechtigung natürlich, dass es entsprechend öffentliche Views gibt, auf denen man das Ganze basieren lassen kann. Das heißt, dass man aus den Tausenden von der SAP ausgelieferten Views, dass man da zum Beispiel drauf aufsetzt. Oder vielleicht gibt es kundeneigene CDS-Views, also sowohl welche, die man schon mal selbst erstellt hat, als auch möglicherweise, und man sagt, das sind jetzt komplett eigene Tabellen, die sind überhaupt nicht im ERP drin. Da muss dann die IT aktiv werden. Das sehen wir dann gleich nochmal kurz. Wen das jetzt wieder interessiert, auch da ist wieder ein Link da für Details. Wie funktioniert das denn? Wie erstelle ich mir dann hiermit so einen CDS-View? Und dann gibt es für den Key-User auch noch die Custom Analytical Query App. Die wird auch gerne Query Designer genannt, weil sie von der Art her ähnlich funktioniert wie der Bex Query Designer. Er hat damit aber ansonsten, außer von der Funktionalität, erstmal jetzt nicht so richtig viel zu tun. Deshalb ist das vom Wording sorgt das immer mal wieder für Verwirrung. Das Angenehme an an dieser Custom Analytical Query App ist, dass man damit eigene Queries erstellen kann, ganz ähnlich wie man das aus dem Bex kennt. Ich kann also genauso eine Quelle wählen, kann da denn die Felder draus auswählen, welche ich denn mit reinnehmen möchte, welche ich filtern möchte, welche ich anzeigen möchte, wie ich das von den Spalten und so weiter aufbauen möchte. Das ist jetzt nicht ganz so elaboriert wie der Bex Query Designer, aber man kann da doch schon einiges machen und man kann dann an der Stelle das wiederum den Endanwendern zur Verfügung stellen. Auch hier, wen das interessiert, wieder zwei Links dabei, dass man sich das mal ansehen kann. Da ist das in beiden Fällen sehr angenehm beschrieben. Last but not least gibt es die KPI-Modellierungs-App. Das ist quasi die App, mit der man sich dann eine Fiori-Kachel anhand einer dort definierten KPI erstellt. Das heißt, ich muss natürlich irgendwo wieder Quelldaten haben. Da bin ich wieder bei meinen CDS-Views. Da kommen wir hier einfach nicht dran vorbei. Und kann dann auswählen, wie diese Kachel dargestellt werden soll, welche Werte da rein sollen. Hier jetzt zum Beispiel auch, dass ich da irgendwelche Schwellwerte haben will, wodurch das eingefärbt wird. Das kann ich dort alles entsprechend erstellen. Das ist das, was der Key-User machen kann. Und beim Key-User habe ich ja auch schon gesagt, die CDS-Views, die er nutzen und auf die er aufbauen kann, die müssen schon da sein. Entweder weil er die selbst nur vorerstellt hat oder weil die von der SAP als Content ausgeliefert wurden oder weil eben die SAP das Ganze erstellt hat. Dafür wäre dann die IT verantwortlich. Die würde dann im ABAP vor Eclipse, würde die dann entsprechendes Coding generieren, mit dem dann
ein entsprechendes CDSView erstellt wird. Ja, auch hierfür, weil das jetzt doch dann zu sehr ins Detail geht für die Länge des Webinars, wieder ein paar Links, wo man sich das dann im Detail nochmal ansehen kann, wie das denn funktioniert. So, damit haben wir die Möglichkeiten, die es out of the box im klassischen Fiori-Style gibt, erstmal soweit abgehakt. Aber es gibt ja noch mehr. Es gibt ja noch unsere BI-Frontends. Und da ist das so, dass wenn ich jetzt mit der SAP Analytics Cloud starte, dass wir da natürlich eine Lösung haben, die die SAP gerade sehr fokussiert. Das ist das strategische Tool für Analytics der SAP. Das heißt jetzt nicht, dass die On-Premise-Analytics-Lösungen nicht weiterentwickelt werden. Das ist ganz explizit nicht der Fall, sondern natürlich werden die weiterentwickelt. Aber da investiert die SAP schon sehr viel Ressourcen rein, um diesen Bereich auch nach vorne zu bringen. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass das eine reine Software-as-a-Service-Lösung ist in der Cloud. Nichtsdestotrotz können Sie dort die Sachen, die Sie dort machen möchten, Reporting, Planning, Predictive und GRC, können Sie zumindest beim Reporting so machen, dass die Daten, die Sie haben, nicht Ihr eigenes Netzwerk verlassen müssen. Ja, sprich, wenn Sie jetzt einen S/4HANA On-Premise haben und die SAP Analytics Cloud als Frontend nutzen wollen, um einfach ein einheitliches Frontend für alles zu haben oder um auf die Zukunft zu setzen oder warum auch immer, dann ist es einfach so, dass es die Möglichkeit gibt, das so zu konfigurieren, dass Ihre Daten in Ihrem Netzwerk bleiben und sich daran nichts ändert. Bei der Planung sieht das ein bisschen anders aus. Zurzeit ist es noch so, dass wenn man mit der SAC planen möchte, dass die Daten dann auch in der Cloud zumindest mal zwischengespeichert werden. Auch da gibt es zwar die Planung von der SAP wiederum, das zu ändern, dass das in Zukunft alles auch lokal bleiben kann bei Ihnen, aber das wird in einer der nächsten Versionen dann kommen. Die SAC auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall an das S/4HANA-System anbinden, neben BW-Queries, Universen und so weiter. Aber für das S/4HANA gibt es tatsächlich auch eine ganze Reihe an Business-Content, mit dem man dann dort ziemlich direkt loslegen kann. Wichtig dabei ist aber, das ist, wie das so schön heißt, ein Premium-Produkt und ist demnach getrennt zu lizenzieren. Ja, wenn man jetzt in der SAP Analytics Cloud jetzt zum Beispiel auch das Digital Boardroom nutzen will, das ist im Zweifel nochmal getrennt zu lizenzieren. Neben dem gibt es ja noch die klassischen Frontends, also die klassischen BI-Frontends, die Sie vermutlich kennen, wie zum Beispiel den Lumira Designer oder das Analysis for Office. Auch die können wunderbar eingesetzt werden, um mit S/4HANA zu interagieren. Man kann da zum Beispiel dann auch direkt auf die CDS-Views wieder draufgehen, um sich entsprechende Daten anzuzeigen. In dem Zusammenhang, auch im Zusammenhang mit der SAP Analytics Cloud, der Hinweis, dass die Lumira Designer eindeutig auch weiterentwickelt wird, während ja Lumira Discovery abgelöst wird durch die SAP Analytics Cloud. So, neben dem Frontends, die genannt sind, also es gilt schon das Bio-Enterprise-Portfolio, das heißt, ich kann auch Webby oder Crystal Reports einsetzen. Neben den Tools gibt es natürlich immer noch das Thema Planung. Und bei der Planung gibt es ja das BPC seitens der SAP, wo es auch tatsächlich eine sehr hübsche Integration mit dem BW, also mit dem Embedded BW, gibt. Aber für alles hier gilt genauso wie bei SAP Analytics Cloud, das ist nicht in der S/4HANA-Lizenz enthalten und muss entsprechend zusätzlich lizenziert werden. So, jetzt haben wir das Bild fast schon voll. Jetzt kommen noch genau die Themen, wie sieht es denn eigentlich mit dem BW aus?
gibt dann Embedded BW. Was ist das? Was ist mit dem anderen BWs? Wie sieht's denn aus? Wie macht man das denn? Wenn man sich das jetzt ansieht, dann ist es so, dass ja seit NetWeaver 7.0 ist es so, dass immer wenn ich ein NetWeaver 7x-System installiere, also meinetwegen ein ERP-System, dann ist in diesem ERP ist direkt integriert ein Embedded BW. Ja, das brauchte ich jetzt nicht nutzen, aber grundsätzlich ist das mit rein integriert. Genauso ist das auch beim S/4HANA. Es gibt also ein Embedded BW. Das ist dann ein BW 7.5 und HANA, was dort mit rein integriert ist. So, Entschuldigung, jetzt stellt sich erstmal die Frage, wofür brauche ich denn das Embedded BW, wenn ich doch schon die S/4HANA Analytics, Embedded Analytics habe? Richtig, das ist jetzt eine Grundsatzentscheidung, was man denn machen möchte mit dem BW und wo man jetzt Daten lagern möchte. Das ist wahrscheinlich ein Thema für ein ganz eigenes Webinar, wann man jetzt genau was nutzt. Grundsätzlich ist aber so, dass das Embedded BW von der SAP explizit nicht gedacht ist, einen jetzt mal richtiges, in Anführungszeichen, Enterprise Data Warehouse zu ersetzen. Das heißt, es ist nicht dafür gedacht, jetzt Daten von verschiedensten Quellen da reinzuladen, sondern es ist dafür gedacht, das Embedded BW die Daten von einem S/4HANA reinzuladen, beziehungsweise da im Tableau virtuell durchzugreifen. Zum Beispiel auch für die Planung das zu nutzen. Dafür ist das gedacht. Und das heißt auch, dass man da von der Datenmenge, das sehr empfohlen ist von der SAP, die dieses Embedded BW ausmacht, das sollten nicht mehr als 20% der Gesamtdatenmenge sein. Ja, und das Hintergrund dabei ist, dass man vermeiden möchte, dass dort durch Upgrade-Politik etc. Downtimes sich da ergeben, die auf das Produktivsystem möglicherweise wirken, beziehungsweise dass es dort Abhängigkeiten gibt dann mit der Performance. Was ich noch sehr wichtig finde zu wissen, ist, dass das Embedded BW ist halt ein 7.5 on HANA. Das ist kein BW vor HANA. Und es gibt auch keine Pläne, dass dieses Embedded BW mal ein BW vor HANA wird. Zumindest aktuell ist das nicht vorgesehen. Da ja alle zukünftigen Entwicklungen im Bereich Business Warehouse in dem BW vor HANA erfolgen, muss man sich schon genau überlegen, wie groß man das einsetzen möchte. Ein Standalone-BW, ganz allgemein, würde ich immer dann empfehlen, wenn sowieso das schon mit größeren Datenmengen vorhanden ist, wenn die Integration unterschiedlicher Datenquellen genutzt wird, zum Beispiel ein ganzes Data Lake-Szenario, dahinter mit Hadoop etc., sollte man auf keinen Fall in so einem Embedded BW machen, sondern das dann schon im Standalone BW. Genau, das ist jetzt einmal der Überblick über unser gesamtes S/4HANA Analytics-Möglichkeiten im zugegebenermaßen etwas Schnelldurchlauf. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn Sie noch die eine oder andere Frage haben, auf die wir da noch eingehen können. Jetzt sehe ich hier eine Frage, was ist die Analytical Engine? Die Analytical Engine ist ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, das technische Konstrukt, das Tool von der SAP, mit dem die Daten entsprechend für die Analyse-Tools bereitgestellt werden. Ja, also ich kann ja zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Bex-Query habe, dann habe ich da zum Beispiel zellbezogene Berechnungen und sowas. Ja, das würde die Analytical Engine machen. Okay, dann sehe ich hier noch eine Frage zum Thema BPC und Business Content. Also beim Thema, also Planung höre ich daraus. Also beim Thema Planung ist es so, dass es da auch einen ganzen Set an Content gibt, zum Beispiel für die Finanzplanung. Und dass man sich dort entscheiden muss, wo möchte man denn seine Planung
machen. Möchte man die Planung im reinen S4 machen, also auf der ACDocP-Tabelle ist es dann, wenn man jetzt in die Finanzdaten redet, möchte man die dort machen, dann ist das natürlich möglich. Man hat dann gewisse Einschränkungen im Bereich Versionierung etc. Aber das kann man durchaus machen. Man kann aber auch, wenn man ein paar mehr Möglichkeiten haben möchte, dieses Embedded BPC nutzen. Und da gibt es tatsächlich Business Content, wo man dann das so durchaktiviert, dass man dann im BW entsprechende Advanced DSOs etc. kreiert, die dann im Endeffekt die Ist-Daten online aus der AC-Docker ziehen und die Plandaten dann in einem ADSO auf der BW-Seite, Embedded BW-Seite halten, die man dann aber auch, wenn man möchte, dann zurückschreiben kann auf die ACDocP. Ja, und da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe an Content, den man da nutzen kann. Dann bekomme ich hier die Frage, ob man CDS-Views in ein, zwei Jahren später ändern kann und der Aufwand dazu. Ich verstehe es nicht ganz, wie die Frage gemeint ist. Also natürlich kann man CDS-View ändern. Also alles, was man selbst gemacht hat, kann man natürlich auch später noch ändern. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben Sie denn damit dann gemacht? Ne? Also prinzipiell, wenn Sie jetzt einen eigenen erstellten CDS-View im Nachgang ändern und da basiert jetzt ein Fiori-App drauf und dann löschen Sie die Datenspalten raus, die man braucht, dann wird natürlich die Fiori-App nicht mehr funktionieren. Aber grundsätzlich, wenn es jetzt darum geht, da nochmal eine Spalte hinzuzufügen, dann kann man das auf jeden Fall machen. Genau, und dann noch, ich sage noch eine Frage nehmen wir noch rein. Da ist die Frage gerade, wie grenzen sich Lumira und Fiori voneinander ab? Also Fiori ist erstmal so, Fiori ist ja erstmal nur eine Designsprache. Jetzt gibt es einfach eine ganze Menge Content, die man nutzen kann, wo man einfach schon mal sehr viel bereitgestellt kriegt. Wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt etwas ganz Eigenes machen, und man möchte jetzt eine komplett eigene Fiori-Kachel entwickeln, dann ist das im Wesentlichen eine Frage, was man denn genau machen möchte. Also Sie können in Lumira im Fiori-Style entwickeln, Sie können in Lumira Designer im Fiori-Style entwickeln und Sie können die UI5-Entwicklung machen im Fiori-Style. Vielleicht reichen ja schon die Möglichkeiten mit der Smart Business KPIs etc. Das ist natürlich am einfachsten. Wenn die nicht reichen, dann habe ich, wenn ich in UI5 entwickle, den Vorteil, dass ich so dieses Responsiveness, wie es so schön heißt, sprich, dass ich an verschiedene Bildschirmgrößen anpasse. Das ist in UI5 aber mal ein bisschen leichter als in Lumira. Dafür tue ich mich in Lumira leichter, so ein Gesamtdashboard in schön darzustellen. Also vielleicht sprechen Sie mich getrennt nochmal im Nachgang an. Wenn Sie einen konkreten Fall haben, dann können wir es vielleicht nochmal im Detail klären. Okay, ich sehe jetzt zwar noch weitere Fragen, aber wir sind auch eigentlich am Ende. Ich würde vorschlagen, die Fragen, die ich jetzt noch bekommen habe, da würde ich mich bei den Fragenden nochmal melden. Ansonsten können Sie mich gerne auch kontaktieren. Meine Kontaktdaten kommen gleich nochmal. Ich möchte abschließend auf jeden Fall auch noch auf die nächsten Webinare hinweisen. Jetzt in dieser Woche und nächste Woche gibt es von IB Solution noch zwei Webinare. Einmal zum Unterschied zwischen Customer Experience und User Experience und einmal die KI-gestützte Fehlerauswertung von SAP IDM. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn Sie an unseren Webinaren, die wir Conergy in Zusammenarbeit mit IB Solution machen, wenn Sie daran teilnehmen. Da gibt es im Juni gibt's ein Advanced Analytics Webinar. Da gab es ja auch schon einige zu, was da im Detail kommt. Das folgt dann über die typischen Einladungen.
Und im Juli gibt es dann auch nochmal zum S4 ein Folgethema. Da würde ich mich ganz riesig freuen, wenn Sie mir da auch nochmal Feedback geben, was heute jetzt alles viel zu kurz war, wo wir in Detail nochmal reingehen sollen, ob es vielleicht was ganz anderes gibt, vielleicht eher die Planung, die Sie interessiert. Ich würde mich da über jedes Feedback freuen, auch wenn Sie sagen, da war jetzt irgendwas, hat nicht gut funktioniert, das müsste nächstes Mal anders sein. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen und damit Sie auch wissen, wie Sie uns kontaktieren können, dann sind hier nochmal meine Kontaktdaten, sind herzlich eingeladen, mich anzuschreiben oder auch per LinkedIn bzw. Xing sich zu vernetzen und dann da die Fragen, die jetzt noch im Nachgang kommen, dann auch zu platzieren. Ansonsten, wenn Sie im Nachgang nochmal das Webinar sehen möchten, dann können Sie entweder die Folien auf SlideShare oder das Video sich auf YouTube ansehen, was dann, denke mal, in den nächsten 24, 48 Stunden dann online sein sollte. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich drauf auf Ihr Feedback, auf Fragen und auf das nächste Webinar. Vielen Dank.